Barbecue war einfach ein Schnellkochen. Heute machen wir Quarkknödel mit Obst- und Vanillesoße. Und dazu benötigen wir Mehl, Weizengrieß, Zucker, Speisequark, Eier, Butter und in unserem Fall jetzt Pflaumen. Ihr könnt aber auch ruhig eine andere Obstsorte verwenden. Bevor wir uns um den Teig kümmern, geben wir die Pflaumen in ein Sieb, damit die Flüssigkeit schon mal etwas abtropfen kann. Für den Teig vermengen wir zunächst den Speisequark zusammen mit den Eiern, etwas Weizengrieß und dem Mehl. In der Zwischenzeit habe ich die Butter schon mal in der Mikrowelle geschmolzen und gebe diese nun zu dem Teig hinzu. Gegebenenfalls müsst ihr dann noch etwas Mehl zum Teig hinzufügen, damit er am Ende knetbar wird. Ist der Teig fertig, trenne ich mir davon nach und nach Stückchen ab, rolle diese auf, das könnt ihr auch einfach mit den Händen machen. Dann könnt ihr optional einen halben Teelöffel Zucker hinzufügen, bevor ihr den Teig einklappt und ihn wieder zu einer Kugel formt. Die Knödel werden alternativ im Wasserbad oder direkt im Wasser gekocht. Ich habe mich diesmal für das Wasserbad entschieden. Nebenbei habe ich dann noch die Vanillesoße und die Brösel angerührt. Dafür schmelzt ihr etwas Butter in eine Pfanne, gebt etwas Semmelbrösel hinzu und lasst das Ganze braun werden. Und wieder mal wären wir damit schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bon Appetit und bis bald. Tschüss!